mit Jesus Urlauber. So, ich bin das nochmal, hier Beweis, Video. Liebe Grüße aus Wien. Und zwar möchte ich hier kurz mal eine Anfrage von Gunnar und Rubin und noch irgendwem nachkommen und zu einem bestimmten Thema ein Video machen. Das passt gerade perfekt, weil ich habe hier nochmal eine neue Mindmap gemalt. Heute Morgen vorm Schlafen gehen. Die wollte ich hier einfach mal kurz zeigen. Und zwar habe ich es überschrieben mit kaum zu glauben, doch zu wissen. Überzeuge dich selbst. Ist auch wieder sehr doppeldeutig zu verstehen, überzeuge dich selbst zum einen bedeutet so viel wie recherchiere und mach dir deine eigenen Gedanken. Und zum anderen halt schaffe dir deine eigenen Überzeugungen. Ne? So, und dann steht hier, was ist, das ist. Das ist was, was wir halt eben als die Ist-Situation kennen. Und dann steht da noch, ich sehe meine Welt, meine Wahrnehmung durch die Filter meiner Überzeugungen, die ich jederzeit ändern kann. Und das auch nach Belieben tue. Wenn mir jetzt zum Beispiel irgendjemand sagt, das und das ist so und ich glaube dem, dann tue ich das gerade. Dann ändere ich meine Überzeugungen, die Filter ändern sich, durch die ich die Welt wahrnehme und dadurch sieht die Welt anders aus. Dann haben wir hier noch ein paar Punkte zu Naivität. Ich bin letzte Woche halt nochmal naiv genannt worden. Da habe ich gedacht, ja, so naiv wie ich nur sein kann, weil für mich Naivität quasi die Kunst ist, etwas glauben zu können. Und wenn ich in der Lage bin, alles zu glauben, dann kann ich mir aussuchen, was davon ich wissen will, wenn ich das bewusst mache. Ne, wenn ich das nicht bewusst mache, dann weiß ich es trotzdem, aber ich muss erstmal, um was wissen zu können, überhaupt erstmal an was glauben können. Und das Glauben ist quasi das Akzeptieren eines Denkmusters, eines Überzeugungsmusters, eines Dogmas, eines Faktes. Dabei ist aber ein Fakt eigentlich nur ein Instrument zum Dinge in Stein meißeln. Fakten helfen uns dabei, Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Wie die für uns gerade völlig in Stein gemeißelt sind, wodurch wir definitiv nicht anders sehen können. Dann steht hier noch, etwas glauben zu können bedeutet. Ah, und ich hatte mir noch Gedanken gemacht, warum ich da das zu dahin geschrieben habe. Weil etwas glauben können bedeutet, wäre das gleiche gewesen. Aber zu gibt mir hier gerade die Möglichkeit, einfach zu sagen, kann man im Umkehrschluss mit dem Aufmachen. Ne, jedes Mal, wo mir ein Zu begegnet, denke ich ans Aufmachen. Wenn man es so einfach interpretiert, dann ist das Zu auch kein Problem mehr. Dann kann man trotzdem noch so halbwegs reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ohne dass es negative Auswirkungen hat. Etwas glauben können bedeutet, etwas für möglich halten. Und das bedeutet, etwas möglich zu machen. Ne, dadurch, dass ich, wenn ich es für möglich halte, dann ist es ja auf einmal möglich im Feld. Und das bedeutet, etwas wahrnehmbar zu machen. Ne, jetzt kommen wir wieder zurück hier. Glauben, wahrnehmbar machen, akzeptieren eines Denkmusters. Und genau dadurch machen wir Dinge wahrnehmbar. Und das tun wir immer. Das tun wir permanent. Das geht halt gar nicht anders. Wenn jemand einen anderen Weg sieht, soll er mir gerne zeigen. Aber erstmal soll er sich das hier angucken, bevor er sagt, das ist Schwachsinn. So, da kommt nämlich dann der Schluss auch her, dass wie ich die Welt sehe, wie ich sie deute, benenne, wahrgebe, so nehme ich sie dann halt auch wahr. Und so forme ich immer schon meine kleine Welt und du auch. Das war immer schon so, es war nur bis jetzt sehr unbewusst und Videos wie diese sind, glaube ich, gerade deswegen so gefragt, weil die uns daran erinnern und dieses Bewusstsein zurückholen. Dann habe ich hier noch stehen, was ich weiß, das erlebe ich, ne, weil was ich nicht weiß, kann ich nicht erleben, ist gerade nicht verfügbar, ist nicht wahrnehmbar. Auch wenn es eventuell als Möglichkeit in meinem Glauben besteht, aber es ist nicht wahrnehmbar. Das, was ich weiß, das erlebe ich, dann ist es wahrnehmbar. Ja, also etwas glauben bedeutet es wahrnehmbar zu machen und etwas zu wissen bedeutet es tatsächlich wahrzunehmen. Das ist dann halt einfach, wie gesagt, das ist die stärkste, Wissen ist nichts weiter als die stärkste Form von Überzeugung
und Glauben. Und das ist auch das, wovon Jesus die ganze Zeit gesprochen hat. Ne? Dein Glaube hat dich geheilt, der gleiche Glaube, der dich auch krank gemacht hat. Meine Welt ist frei, steht hier noch, von Scheiße, Arschlöchern, Missständen, Feinden, Krieg, weil ich einfach nichts mehr so deute und deswegen ist das weg. So, ne, dann haben wir hier noch, ja, was? Harry Potter lässt grüßen, weil das hier ganz, das Ganze hier quasi auch mit Magie zu tun hat. Ne, wir verwandeln die Dinge, die vor uns liegen, in das, was wir dann wahrnehmen. Und Don Juan Matiz klatscht Beifall und freut sich ein Loch im Bauch, dass 30 Jahre nachdem er Castaneda gesagt hat, was Sache ist, wird auch über Castaneda hinaus noch Leute verstehen. weil das ist halt auch was, da geht in der Reise von Ixtlan halt auch drum. Das hier ist quasi so eine Zusammenfassung meiner Recherchen und Experimente und ja, dem ist erstmal nichts entgegenzusetzen, sondern da kann man sich erstmal so angucken und wenn man da nichts mit anfangen kann, braucht man da nichts entgegenzusetzen, dann soll man einfach sich weiter auf das konzentrieren, was man selber sieht. So ist es. Dankeschön, auf Wiedersehen, hören, freuen, fühlen. Bis bald, euer Bauchi. Achso, jetzt muss ich, hier ist der Knopf, Moment. Hier, ich zeig nochmal die schöne Sonne. Die ist nicht da. Schöne Vorsüße, schön gelb. Da, Wien. Hier, so sieht Wien aus. Wer noch nie in Wien war, so sieht Wien aus. Minden ist Wien.